Hallo, mein Name ist Marc. Ich möchte euch heute ein bisschen was über Raumfahrtantriebe erzählen. Einfach so die Grundlagen, wie Raketen funktionieren, wie man in den Weltraum kommt und Raumfahrt betreiben kann. Wichtig ist, auf allen Fotos, die ich zeige, da wird es mal zu Explosionen kommen, aber es ist nie jemand getötet worden. Es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand über eine Explosion lacht. Alles in Ordnung. Ein Teil der Raketen kann auch militärisch genutzt werden. Es ist so, Raketen können häufig für mehrere Mittel verwendet werden. Das will ich jetzt hier nicht promoten. Es geht darum, friedliche Nutzung der Raumfahrt. Dann, wie kommt man in den Weltraum? Wir brauchen auf jeden Fall Schub und Geschwindigkeit. Was kriegt man über Treibstoff? Mehr nicht. Vorher war der Vortrag über KSP, ich habe den Begriff ein bisschen seltener gehört. More Booster ist ebenso. Als einfachste Rakete gibt es eine Wasserrakete. Da nimmt man ein Behältnis, füllt ein bisschen Luft rein, pumpt die auf, bisschen Wasser, damit man Masse hat, die man ausstoßen kann, lässt es raus und wenn man sie startet, kann das Ganze so aussehen. Das ist dann schon ein bisschen die fortgeschrittene Variante. Der aktuelle Weltrekord liegt übrigens bei 830 Meter, also ist man nicht ganz Orbit. Feststoffraketen wären dann die nächste einfache Variante. Die haben einen simplen Aufbau. Man zündet sie wie eine Feuerwerksrakete, die geht los. Es geht sofort, man kann die irgendwie auch Jahre bei sich lagern. Die sind einfach. Der Nachteil ist, die haben einen recht niedrigen spezifischen Impuls. Impuls ist, wie viel Masse ich durch mein Triebwerk jage und wie viel Schub ich dadurch rauskomme. Und weiterer Nachteil, wenn die einmal gezündet ist, ich kann die nicht mehr ausmachen. Versucht mal eine Feuerwerksrakete zu löschen. Es geht eigentlich nicht. Hier seht ihr den Aufbau und dieses große ist die größte Feststoffrakete, die je gebaut wurde. Der Booster, der hat 6 Meter Durchmesser. War als Alternative zur Saturn V, mit der zum Mond geflogen war, gedacht, kam dann aber nie zum Einsatz, weil es eben doch schwieriger ist, sowas gezielt zu steuern. Bei Feststoffraketen kann ich verschiedene Brennprofile fahren. Je nachdem, wann ich den Schub brauche, wenn ich zum Beispiel die Schallgeschwindigkeit durchbreche, geht man normalerweise mit dem Schub runter, um die Belastung an der Rakete geringer zu halten. Am häufigsten ist aber doch die Variante links oben, weil die sich leicht realisieren lässt. Beispiele dafür sind meistens nur Booster, die seitlich dranhängen, bis auf die Ares 1. Da hat man den Booster vom Shuttle nehmen, eine zweite Stufe draufsetzen und so Menschen ins Weltall bringen. Wurde dann aber wieder gestrichen, ist wahrscheinlich auch besser, weil es einfach sicherer ist. Hier sieht man die Atlas V von unten. Das ist die Rakete, mit der der Starliner vor 1,5 Wochen in Orbit gebracht wurde. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Aufnahmen von Boeing sind nicht so toll, aber interessant ist, der Mann rechts unten, das ist Tory Burrow, das ist der Chef, Bruno, das ist der Chef von ULA, dem Raumfahrtanteil von Boeing. Und achtet mal auf diesen Helm. Das ist kein Hut, sondern ein Helm. Den hat er sich fertigen lassen. Hier ist nochmal eine Großaufnahme. Warum Feststoffbooster gefährlich sind? Hier sieht man, wie einer durchgebrannt ist. Also noch nicht, gleich. Da möchte man nicht in der Gegend sein. Da gibt es nicht einfach nur eine Explosion, sondern es fallen viele brennende Teile runter. Wie gesagt, es kam keine Personen zu Schaden.
ja. Weiterer Einsatz für Feststoffbooster ist bei der Rettungsrakete. Wenn man genau so einen Fehler hat, möchte man die Kapsel, die oben auf der Rakete drauf sitzt, mit Personen dran möglichst schnell wegbringen. Wurde so bisher nur ein einziges Mal in Realität eingesetzt. Sieht dann so aus. Das ist einfach, um von der Explosion schnell wegzukommen. Hybridantriebe wären die eine weitere Alternative. Man nimmt einen großen Tank, packt Sauerstoff rein und hat einen Treibstoff, einen Festtreibstoff, der in der Brennkammer abgebrannt wird. Der Sauerstoff, der wird normalerweise über einen Helium-Drucktank durchgeschoben. So sieht das Triebwerk vom Spaceship One und Spaceship Two aus. Das ist der Feststoffanteil. Man hat da auch schon höheren spezifischen Impuls. Der Schub ist regelbar, je nachdem, wie viel Sauerstoff ich durchjag. Große Baugrößen sind aber nur schwer realisierbar. Einfach, dann bekomme ich gleich die Komplexität, die ich auch bei einer Flüssigrakete habe, und da kann ich komplett alles regeln. Außerdem, wenn Festtreibstoff abbrennt, fallen häufig kleinere Klumpen hinten aus dem Triebwerk raus, und ich verbrenne meinen Treibstoff nicht effizient. Wenn man hier hinten in die Düse schaut, da sieht man auch, wie sich Ablagerungen gebildet haben und so. Es wirkt hier nicht so groß, aber die Ablagerungen, das sind 2-3 cm tiefe Riefen auch drin. Bekannte Beispiele, Spaceship One, Spaceship Two. Oder auch Amateurraketen nehmen sowas auch gern. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Interessant ist, mit was allem die Rakete fliegt. Erahnen kann man es am Namen, der draufsteht. Flüssigraketen. Das ist das, wo Raumfahrt eigentlich richtig anfängt. Ich habe den höchsten spezifischen Impuls von chemischen Raketen. Ich kann die zünden, wann ich möchte. Ich kann die theoretisch irgendwo wieder betanken, zum Beispiel, wenn ich auf dem Mars Treibstoff gewinne. Ich kann die regeln, aber es ist eben komplex. Raumfahrt ist nicht billig. Wenn ich kühle Treibstoffe habe, kryogene Treibstoffe, dann kann ich die Rakete nicht unbegrenzt lagern. Sind aber Sachen, die bei bemannter Raumfahrt aktuell noch kein großes Thema sind. Wir haben auch hier wieder Treibstoff, haben einen Oxidator, und über Pumpen fördern wir es in die Brennkammer und raus zur Düse. Die Aufteilung Treibstoff-Oxidator sieht man hier ganz gut. Hier bei Nummer 2 ist der Wasserstofftank von der SLS. Und Wasserstoff nimmt ein großes Volumen ein. Der Sauerstofftank ist die Nummer 4. Und wir haben trotzdem ein ordentliches Mischungsverhältnis. Das heißt, wenn ich Wasserstoff betanke, was schön sauber verbrennt, habe ich später große Raketen. Innen sieht so eine Rakete, so ein Tank so aus. Bei kryogenen Treibstoffen habe ich auch immer einen Druck auf dem Tank. Das heißt, ich muss über irgendwelche Ventile, während sie auf dem Launchpad steht, Druck ablassen. Und ich muss auch Drucktests machen vorher. Dieses hier ist der Tank, der ist knapp 60 Meter hoch und wurde mit einem doppelten Druck beaufschlagt, platzt dann auf, ist schon beeindruckend. SpaceX hat den Druck deutlich erhöht, ob bewusst oder unbewusst, ist nicht ganz klar. Da ist der Deckel vom Tank knapp 200 Meter hoch geflogen. Anders ist, ich will Gewicht sparen bei Raketen. Viele Tanks sind nur haltbar, wenn ich Druck drin habe. Wenn ich beim Betanken einen Fehler habe und mein Druck fällt ab, dann bekommt man solche Effekte. Und die Raketen sind in sich nicht stabil, wenn sie stehen. Viele, nicht alle. Und die zerfallen dann, wie wenn sie aus Alufolie wären. Turbopumpen brauche ich, um
meinen Treibstoff und meinen Oxidator irgendwie zum Triebwerk zu befördern. Ich habe in meiner Brennkammer einen hohen Druck und da muss ich gegenhalten, um den Treibstoff reinzubringen. Gibt es verschiedene Arten, die Turbopumpen zu bauen. Bevor man eine Turbopumpe nimmt, Heliumtank, und man kann bei kleinen Raketen seinen Treibstoff und den Oxidator in die Brennkammer schieben. Der Nachteil ist, ich brauche sehr druckstabile Tanks. Die müssen den kompletten Brennkammerdruck aushalten, um gegenzuhalten. Deswegen, es lohnt sich nur bei kleinen Raketen, alles andere wird irgendwann zu schwer. Das sind Beispiele. OTRAG war ein Versuch, sowas zu bauen. Das war ein deutsches Unternehmen, die haben kleine Raketen bauen wollen und sind damit in Kongo gegangen, mussten den Kongo in den 60ern verlassen und sind dann weitergezogen nach Libyen. Kam nicht so gut an und die haben dann doch Probleme gekriegt. Daher sind die leider nie geflogen. Interessant ist noch die Terran 1, das ist eine Rakete, die soll zu 95% aus dem 3D-Drucker kommen. So ein Tank sieht dann so aus, wenn er gedruckt ist. Ich weiß nicht, ob ich daneben stehen möchte, wenn er mal wirklich mit Druck beaufschlagt wird. Ich kenne meine 3D-Drucke, aber ja, elektrisch. Ich kann natürlich auch elektrische Antriebe nehmen, um die Pumpe zu betreiben. Ist ein super einfacher Aufbau, Motor, Turbine. Nachteil ist, ich brauche Akkus. Akkus sind schwer. Es gibt momentan nur einen Hersteller, der sowas macht. Ist die Elektron-Rakete. Die schaffen es aber recht günstig, kleine Massen in den Weltraum zu kriegen. Alternativ ist eine Dampfturbine. Das ist wohl die häufigste Variante früher gewesen. Ich nehme Wasserstoffperoxid, schiebe es über einen Katalysator, mein Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff, dehnt sich aus, der Dampf geht durch eine Turbine, treibt meine Turbopumpe an und ich kann meinen Treibstoff in die Brennkammer schieben. Nachteil ist, ich brauche einen weiteren Tank für Wasserstoffperoxid. Der Wirkungsgrad ist einfach durch diese extra Masse nicht so toll. Genau diese Technik nimmt man auch in Torpedos, teilweise auch in U-Booten im Ersten Weltkrieg. Beispiele war die britische Black Arrow und ja, die bekannte A4 V2. Die Black Arrow war die britische Rakete und die hat es geschafft, eine Nutzlast von 60 Kilo hochzukriegen. Mehr ist mit so einer Kombination damals nicht möglich gewesen. Hat aber auch als Oxidator nicht Sauerstoff genommen, sondern das Wasserstoffperoxid, was auch für die Pumpe verwendet wurde. Interessanter wird es dann schon beim Gas Generator Cycle. Wir haben einen hohen Durchsatz bei den Pumpen. Die Pumpe ist vom Aufwand noch überschaubar und dadurch hat die auch keine so hohe Masse. Der spezifische Impuls ist etwas geringer, weil wenn ihr hier schaut auf der rechten Seite, neben Triebwerk geht so ein schwarzer Strahl raus, das Abgas. Das ist einfach nur der Auspuff von Triebwerk. Man sieht es hier auch mal im Video, wie viel Ruß da tatsächlich rausgeht. Das Merlin-Triebwerk, was in der Falcon 9 verwendet wird. Der Treibstoff, der da seitlich rausgeht, diese schwarze Rußwolke, ist einfach verlorener Treibstoff. Es geht auf meinen Wirkungsgrad. Übliche eben bei diesen, die werden bei sehr vielen Raketen verwendet, bei allen hier aufgelisteten Delta 4, Ariane, Falcon 9 ist so die häufigste Variante, Treibstoff zu fördern. Combustion Tap-Off Cycle. Da nehmen wir unsere Brennkammer, nehmen den Druck und haben Kanäle, die die Turbine mit antreibt. Dadurch sparen wir uns sehr viele Bauteile. Wenn man Bauteile spart, ist leichter, ist billiger. Funktioniert aber eher bei kleinen Raketen, bei großen Triebwerken hat es noch keiner getestet. Einzige mir bekannte Beispiel, wo es nicht auf dem Teststand, sondern in einer Rakete war die New Shepard von Blue Origin, vom Amazon-Gründer. Die ist sehr schön regelbar, dieses Triebwerk. Die kommt leider nicht in Orbit, sondern ist nur für
Weltraumflüge bis 100 Kilometer gedacht. Aber dieses Triebwerk kann schön gedrosselt werden. Also damit ist wirklich langsames Hovern, nicht wie bei einer Falcon 9 Suicide Burn und kurz vor Schluss bremsen, sondern langsames Rangleiten möglich. Expander Cycle. Da wird mein Treibstoff oder mein Oxidator über die Düse geführt und über die Brennkammer und wird dadurch erhitzt und durch diese Ausdehnung habe ich Überdruck drauf. Ich kann es über die Turbopumpe und wie immer meinen Treibstoff, meinen Oxidator in die Brennkammer führen. Großer Vorteil ist, ich habe eine Kühlung der Düse und der Brennkammer durch diesen Treibstoff. Aber es funktioniert eben nur bei kryogenen Treibstoffen. Kerosin ist da keine Option, ist einfach nicht kalt genug. Wenn man sich dieses Triebwerk anschaut, das RL10, die Düse ist so kalt, da bilden sich am Rand Eiszapfen. In der Mitte haben wir aber Temperaturen, mit denen können wir Metall schmelzen. Wird meistens in Zweitstufen verwendet. Dadurch, dass ich einfach nicht diese Baugröße machen kann wie bei anderen Bauarten. Stage Combustion Cycle, das ist so mit die aktuelle Königsklasse bei Triebwerken. Ich habe den höchsten spezifischen Impuls, im Space Shuttle hatten wir sowas im Einsatz, wird auch beim SLS verwendet. Es ist eine sehr gut erforschte Technik, aber die Komplexität ist hoch. Wir nehmen unseren Sauerstoff oder unseren Treibstoff, gehen mit dem in eine Vorbrennkammer, verbrennen ihn mit unserem Oxidator und schieben den kompletten restlichen Sauerstoff durch die Pumpe. Sieht es hier, Space Shuttle, SLS und die Antares-Rakete. Die Antares-Rakete hat die Eigenschaft, es ist eine amerikanische Rakete, die verwendet aber russische Triebwerke, die noch während dem Kalten Krieg gebaut wurden und eingelagert wurden. Da wurden die Gummiteile ersetzt, die Elektronik und die waren günstig zu haben. Aber günstig ist nicht immer gut. Diese Explosion kam zustande dadurch, dass die Lager in einer der Turbopumpen nicht ganz in Ordnung war und überhitzt ist. Dadurch ist die Pumpe geschmolzen, es kam zum Druckabfall und die Rakete ist zurück aufs Launchpad gefallen. Full Flow Stage Combustion Cycle, das ist noch eine Nummer größer. Ich habe zwei Brennkammern, ich gebe meinen kompletten Oxidator und meinen kompletten Treibstoff in getrennte Brennkammern. Lass die dort oxidieren. Mit dem Überdruck vom gesamten Treibstoff treibe ich meine Turbopumpe an. Und dadurch, dass ich einen großen Massedurchfluss habe, brauche ich nicht diese Temperaturen. Die Rakete soll wiederverwendbar sein. Aktuell fliegt noch nichts. Fliegen soll damit Starship und Super Heavy von SpaceX. Wie gut es funktionieren wird, wird man sehen. Das DLR hat mal gemeint 25 Mal wiederverwendbar, SpaceX meint mindestens 1000 Mal. Ja. Man wird es sehen. Zwischenfrage aus der Regie. Haben wir keinen Ton von dir oder müssen wir hier lokal was suchen bei den Videos? Ich schaue noch mal, Moment. Aber von mir müsstet ihr Ton haben. Okay, wir suchen. Wäre aber jetzt auch nicht so schlimm, also es ist ein Rauschen, es ist ein Raketentriebwerk. Ich schaue nochmal, Moment. Okay. Aufbau von einer Brennkammer. Wir haben ein Behältnis, da wird der Treibstoff und der Oxidator, den wir in Turbopumpen gefördert haben, in eine Brennkammer geleitet.
wird dort entzündet und wird über kleine Düsen möglichst fein vernebelt. Je nach Hersteller gibt es da verschiedene Varianten. Die einen versuchen da einen Wirbel drin zu erzeugen, die anderen einfach nur fein zerstäuben. Da halten sich viele der kommerziellen Hersteller aber sehr bedeckt, wie sie es in ihren Raketen lösen. Unten rechts ist zum Beispiel jetzt eine Düse von der V2 mit Wasser durch, dass man mal sieht, wie es verteilt wird. Hier ist der Aufbau der Brennkammer mit dem Injektor vom Space Shuttle, vom RS-25-Triebwerk. Da haben wir oben unseren kalten Sauerstoff und darunter unser aus der Turbopumpe unser Abgas mit dem restlichen Wasserstoff. Und der wird in die Brennkammer geführt. Dafür gibt es diese Stangen, die man sieht, die da runtergehen, sind Kanäle für den Oxidator. Wenn man von unten rein fotografiert, sieht es so aus. In der Mitte ist Platz für den Zünder und da gibt es diese kleinen goldenen Punkte. Und hier diese und hier. Diese Triebwerke wurden wiederverwendet. Und wenn diese Röhrchen oxidieren, dann wurden die mit einem vergoldeten Nagel verschlossen, weil wenn es durchbrennt, explodiert das Triebwerk. Man sieht es, hier oben ist der Teststand, hier unten liegt das Triebwerk. Wenn sowas während dem Flug vom Shuttle passiert, wäre es nicht gut. Hier oben rechts ist noch der Nagel zu sehen und bei einem Space Shuttle Flug kam tatsächlich dieser Nagel raus und hat 3 von etwas über 1000 Treibstoffröhrchen zerlegt. Das war sehr knapp, dass dieser Orbiter nicht explodiert ist. Der Triebwerksausfall kam direkt nach dem Start, wenn die Feststoffbooster gezündet sind. Wir kriegen sie nicht aus. Shuttle hebt ab. Sie wussten auch erstmal nicht, warum. Der Computer hat gemessen, wir haben einen Verlust an Schub, hat Wasserstoff hinterhergeschoben. Sauerstoff hinterhergeschoben. Dadurch wurde die Verbrennung wärmer und das Triebwerk wurde noch stärker belastet. Der einzige Fehler, der dabei entstanden ist, die Triebwerke mussten einen Tick vorher abgeschaltet worden und es gab einen niedrigeren Orbit. Aber es war eine sehr, sehr knappe Sache. Die Düsen brauchen auch eine gewisse Form, je nachdem, welchen Umgebungsdruck ich habe. Wenn ich ein Triebwerk für normalen Umgebungsdruck habe, dann verbrennt es idealerweise so, dass ich mein Abgasstrahl parallel rausgeht. Wenn ich ein Triebwerk fürs Vakuum designe, dann brauche ich eine größere Glocke. Sonst habe ich genau diesen Effekt hier. Der Treibstoff, der Abgasstrahl hat höheren Druck und dehnt sich dann der Breite nach aus. Deswegen nehme ich, wenn ich Vakuumtriebwerke habe, haben die viel, viel größere Glocken. Wer KSP spielt, kennt es sicher. Wenn ich aber die Vakuumtriebwerke nehme und in Atmosphäre, dann habe ich überschüssige Teile der Glocke und sieht man hier diese überschüssigen Teile und dann fangen die Triebwerke an zu schwingen und das kann mir die Düse komplett zerstören. Genau diesen Abgasstrahl kann man hier sehr gut beobachten. Wir haben hier einen parallelen Strahl. Die Triebwerke sind hier optimal für ihren Druck ausgelegt. Das ist die Saturn V. Mit der wurde zum Mond geflogen und der Strahl wird jetzt immer breiter, je höher sie kommt. Das ist nicht der Strahl. Je höher die Rakete kommt, desto ineffizienter arbeiten dann auch die Triebwerke. Hier hat man auch einen Größenvergleich. Dieses linke Triebwerk ist dieses Merlin-Triebwerk aus der Falcon 9 von SpaceX. Für den Normaldruck hat unten die kleine Glocke und rechts ist für dasselbe Triebwerk in der Vakuumvariante die Düse. Und die hat Faktor 3, Faktor 4 der Abmessung. Sowas muss man dann in seine zweite Stufe packen und es braucht einfach viel Platz, um den Platz etwas kleiner zu kriegen, gibt es auch Varianten mit faltbaren oder ausfahrbaren Düsen. Das heißt, sobald ich meine zweite Stufe trenne, wird die Düse übergestülpt und
Die zweite Stufe kann zünden und weiter. Um dieses Problem mit diesen unterschiedlichen Düsengrößen für die verschiedenen Drücke in den Griff zu kriegen, gibt es die Möglichkeit, auch Aerospikes zu nehmen. Macht in der Realität leider noch keiner, obwohl die sehr cool aussehen, aber sind einfach noch so wenig erforscht, dass keiner sich dieses Risiko antun möchte. Da gebe ich mein Sauerstoff- und mein Wasserstoffgemisch oder mein Treibstoff- und Sauerstoffgemisch seitlich an einer solchen so geformten Düse und mein Abgasstrahl kann ich hier rausgeben, um eine virtuelle Düse zu erzeugen. Und je nachdem, auf welcher Höhe ich bin, wird hier einmal mein Strahl zusammengedrückt, ist aber immer noch schön kanalisiert, geht nach unten. Im Vakuum wird es breiter, aber alles noch in die gleiche Richtung, nicht zur Seite hinweg. Geplant war es für X-33 oder Venturestar, was leider nie fertiggestellt wurde. Es hätte der Space Shuttle Nachfolger werden sollen und ARCA möchte Raketen damit bauen. Auf dem letzten Foto, was man von ihnen gesehen hat, waren aber konventionelle Düsen verbaut. Und Elon Musk wurde neulich dazu gefragt, er möchte keine verwenden. Er sieht keine echten Vorteile darin, neue Technik zu erforschen, die man durch mehrere Stufen, die man sowieso hat, erschlagen kann. Hier ist ein Probelauf von so einem Triebwerk. Es hat eine Breite von ungefähr 2,50 Meter. Und wäre ausreichend gewesen, um einen kleinen Orbiter zu transportieren. Treibstoffe, die man nehmen kann, ist einmal, ich nehme nur einen Treibstoff, gebe den über einen Katalysator, er zerfällt. Wir haben Wasserstoffperoxid, hatten wir vorher schon, Walter-Antrieb nennt sich sowas. Wir haben Wasserdampf und Wasserdampf und Wasserstoff, der rausgeht, kommen vorwärts. Hydrazin ist noch eine Alternative, ist aber hochgiftig. Wenn wir zwei Treibstoffe nehmen, stehen uns alle möglichen zur Verfügung. Am bekanntesten wird da klar Wasserstoff im Space Shuttle oder in den meisten Zweitstufen. RP-1 ist, was in der Saturn V verwendet wurde oder auch SpaceX verwendet, RP ist Rocket Propellant 1. Ist nicht viel anders als Kerosin. Großer Vorteil davon, es kann auch als der Druck, den die Turbopumpe erzeugt mit meinem Treibstoff, dieser Treibstoff wird auch als Hydrauliköl verwendet. Ethanol war im Aggregat 4 in der V2 im Einsatz. Die hatten damals in Peenemünde das Problem, es gab einige Techniker, die nicht immer ganz nüchtern waren und sie wollten dann umstellen und haben ihren Treibstoff vermengt mit etwas leicht giftigem. Ich habe keine Quellen gefunden, was es genau ist. Nach einer Woche wurde beschlossen, sie nehmen wieder Alkohol, nachdem zu viele Techniker ernsthaft krank waren. Methan ist, was im Raptor-Triebwerk von SpaceX verwendet werden soll. Da gäbe es die Option, man kann Methan auf dem Mars gewinnen. Oder wir haben eben unsere Hydrazine, die sind sehr giftig, wird ungern bei bemannter Raumfahrt verwendet, zumindest in großen Mengen. Als Oxidator flüssiger Sauerstoff ist auf jeden Fall ideal. Es ist nicht giftig, klar, es ist kalt, aber ansonsten kaum Nachteile. Wasserstoffperoxid, habe ich immer mein Wasser noch mit dabei, wenn ich es zerlege. Es wiegt viel. Rauchende Salpetersäure ist auch sehr beliebt, wenn man nach Russland schaut. Der Nachteil ist, wenn was schief geht, ich habe Säure und die ist auch noch giftig. Hier ist der Start von einer Proton, die ist unbemannt. Die verwendet genau dieses rauchende Salpetersäure. Da hat man diese rote Wolke eben gesehen.
Unten aus dem Abgasstrahl ist auch hier eine leicht rote Wolke zu sehen. Es wird aber gleich mehr. Ich weiß jetzt nicht gut, wie man die Farbe erkennt, aber dieses Rot ist genau diese rauchende Salpetersäure und da sollte man möglichst Abstand gewinnen. Irgendwie müssen wir das Ganze auch zünden. Es gibt eigentlich drei Varianten. Ich habe eine chemische Zündung, da spritze ich in meine Brennkammer irgendwas Selbstverbrennendes ein, das sind irgendwelche Boranverbindungen. Oder ich nehme, wie hier auf der linken Seite, eine Zündspule, eine Zündkerze, ähnlich wie im Auto, feuer die ein paar Mal, hoffe, dass mein Triebwerk startet. Oder die russische Variante, davon gibt es leider keine Fotos, sondern nur diese Zeichnung, das sind Holzlatten, die zusammengenagelt werden und oben ist ein pyrotechnischer Zünder und irgendjemand darf unter die betankte Rakete steigen, darf sie aufstellen. Und gerüchteweise hat er den Startschlüssel um den Hals. Ich weiß nicht, ob es stimmt, wird aber behauptet. Pyrotechnik zündet, die Holzteile verbrennen recht schnell, fliegen aus dem Triebwerk. Ionenantrieb. Wenn wir erstmal oben sind, können wir einen Ionenantrieb nehmen. Dafür nehmen wir ein Gas. Meistens wird Xenon verwendet. Geben das in die Kammer, ionisieren es. Dadurch wird es beschleunigt, also wir haben hier ein Feld, hier ist das andere Feld, das ionisierte Gas, wird beschleunigt. Hier am Schluss haben wir noch eine kleine Elektrode, die raushängt, um es wieder zu neutralisieren und kriegen Vorschub. Es gibt einige Hackerspaces, die sowas aus Spaß gebaut haben. Gibt es auch auf kleinen Modellraumschiffen oder so, an einer Wippe oder so, fangen dann an sich zu drehen, zu schaukeln. Mal ein bisschen googeln. Es ist ein nettes Spielzeug, was man selber daheim mal machen kann, ohne Gefahr. Okay, Hochspannung. Bisschen Gefahr. Solar Sail. Wenn wir oben sind, wir spannen Segel auf. Wir fangen Sonnenwind ein, er kann uns wegtreiben. Aufbau ist eigentlich super simpel. Wir können damit hohe Geschwindigkeiten erreichen. Es wurde bisher erst einmal erfolgreich getestet von der Planetary Society dieses Jahr. Hat aber wohl ganz gut funktioniert. Nachteil ist, wir haben geringen Schub, wir brauchen sehr, sehr lange, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und es geht nur in Sonnennähe. Alternativ könnten wir einen Satellit mit einem Kernreaktor, um das böse Wort zu sagen, und einem Laser in Orbit bringen und könnten die Segel so befeuern. Jetzt kommt der Spaß. Wir nehmen einen Kernreaktor. Packen ihn auf eine Rakete, schieben ihn hoch, haben unseren flüssigen Wasserstoff, haben unsere Turbopumpe, die kann ruhig elektrisch gespeist werden, weil wir haben die Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Pumpen unseren Wasserstoff durch und wir haben den höchsten spezifischen Impuls von allen bisher gebauten Triebwerken. Damit wäre eine Mars-Mission mit hin und zurück in weniger als 200 Tagen denkbar. Ob man einen fliegenden Kernreaktor möchte oder nicht, ist ein anderes Thema. Gab aber auch schon Testläufe davon. Hier unten drin ist der Kernreaktor, hier oben ist eine Düse. Das Ganze befestigt, ist in Nevada. Hier ist mein Wasserstoff, was rauskommt. Diese rote Flamme, oder die Flamme allgemein, ist nur, weil ich Atmosphäre habe, wo es verbrennt wird. In diesem Triebwerk wird sonst nichts verbrennt, es wird nur Wasserstoff erhitzt. Dann, ja, es gibt Ideen für vieles. Es gibt Leute, die sagen, es funktioniert. Ja, es gibt keinen funktionsfähigen EM-Drive. Irgendwie müssen wir unsere Rakete steuern. Solange sie in der Atmosphäre ist, können wir solche Finnen anbringen oder die klassischen Finnen, die jeder kennt, können über die Luft. Aber nach ein paar Kilometern verlassen wir hoffentlich die Atmosphäre. Also müssen wir über unseren Strahl steuern. Da haben wir einmal
diese Variante vom Herrn Goddard, das war das erste Mal, dass es erfolgreich angewendet wurde, oder hier in der V2 oder in der Redstone. Alternativ, KSP-Spieler kennen es, Thruster. Thruster vergessen und ihr habt einen schlechten Tag im KSP. Ihr könnt fest sein und nur in eine Richtung feuern oder hier, dass ihr geschwenkt werden können. Ergebnis ist aber mehr oder weniger dasselbe. Die Thruster sind aber recht schwach. In der Atmosphäre ist es nicht gut. Hier landet eine Falcon 9 und hier versucht der Thruster, sie noch aufzustellen. Und versucht noch und klappt nicht. Wir können auch unser Triebwerk schwenken. Geht natürlich nur, solange das Haupttriebwerk läuft. Aber damit sind dann Kombinationen möglich. Ups. Moment. Sind solche Kombinationen möglich, dass ich nur einen einzelnen Booster habe, der hier an der Seite hängt und mein Triebwerk schwenkt so weit, um diese Kraft auszugleichen und ich kann trotzdem mit einem Booster starten. So ein Schwenken, hier ist wieder das RS-25-Triebwerk vom Shuttle. Je nach Baujahr konnte es zwischen 13 und 20 Grad schwenken. Und das Ganze bei vollem Schub. Also da sind schon ordentliche Hydraulikzylinder im Einsatz. Man kann auch Kreisel nehmen, wenn man eine Raumstation hat, möchte die von der Lage orientieren. Man hat viele Gyroskope. Hier sind die von der ISS. Davon sind 32 Stück, wenn ich die Zahl richtig weiß, über die ISS verteilt. Und damit kann sie ihren Orbit etwas anpassen, kann die Lage ändern. Irgendwann kommen die aber in die Sättigung, man muss sie mit Triebwerken wieder höher schrauben. Ist aber für kleine Lageänderungen eine sehr gute Variante. KSP nennt sich es SRS. Eigentlich jede größere Raumstation hat es verwendet, bis auf Salyut 1 bis 3, aber die hatten Zeiten im Weltraum, die sind minimal höher als überhaupt Space Shuttle hatte. Ob es eine Raumstation ist oder nicht, ist sicher eine Möglichkeit zu diskutieren. So sieht ein Shuttle-Start aus. Als erstes werden die Ruder und die Ruder werden getestet und jetzt werden gleich der Gimbal der Triebwerke getestet. Was hier rauskommt, ist gasförmiger Wasserstoff. Der wird abgelassen, um den Tank weiter zu kühlen. Der flüssige Sauerstoff wird oben abgegeben, damit die auf dem Launchpad noch nicht zusammenkommen. Weiter in der Startsequenz. Wir haben oben auf dem Tank, diese Kappe. Da wird warme Luft über Shuttle geblasen und über den Tank, damit sich kein Eis entlang des Tanks bilden kann. Kamera schwenkt gleich weiter, dann sieht man, wo der drauf ist. Oben auf diesem Tank. Wenn der Eis runterfällt und ein Orbiter trifft oder wenn sich die Verkleidung ablöst, kann sowas passieren wie bei Columbia. Eis will man da vermeiden. Jetzt geht es schon langsam los in Richtung Start. Es wird jetzt Wasser unterm Shuttle gespült. Da gibt es diesen Tank hier. Der wird hier in jetzt wenigen Sekunden geleert. Hier unten sieht man das Wasser rausströmen. Das ist nicht aus thermischen Gründen, sondern ist einfach dafür da, um den Schall zu dämpfen, damit die Startrampe nicht zerstört wird beim Start. Diese Funken, die man hier sieht, die sind um vor der Zündung diesen überflüssigen Wasserstoff wegzubrennen, damit es nicht zu einer Explosion kommt, sondern dass er gezielt abgebrannt wird. Dann kommen die Haupttriebwerke. Erst die Haupttriebwerke. Wir machen einen kurzen Test. Der Shuttle wird nach vorne schwenken, schwenkt zurück. Boosterzündung und los. Wenn beim Start ein Triebwerk einen Fehler hat, bevor die Booster gezündet sind, kann die Startsequenz noch unterbrochen werden. Ab jetzt
müssen die Booster runtergebrannt werden. Vorher gibt es keine Möglichkeit, den Start abzubrechen, irgendwie zurückzukommen. Alle Optionen danach sind auch unglücklich. Bis auf Abort to Orbit wurde auch nichts, bisher nie was gemacht. Da ist der Shuttle dann vollends in Orbit geflogen, hat aber niedrigeren Orbit erreicht und konnte Teile seiner Mission noch erfüllen. Nach einer Minute 50 in etwa werden die Booster abgetrennt. Da haben wir in den Boostern durch dieses Brennprofil etwas weniger, etwas weniger Schub für eine kurze Zeit. Das macht man bei Max-Q, damit die Belastung am Shuttle nicht so hoch ist. Shuttle fliegt weiter. Während es dann weiter fliegt, werden diese kleinen Triebwerke hier noch gezündet. Die sind dafür da, den Schub zu erhöhen, und später, wenn es im Orbit ist, um den Orbit noch etwas anzupassen, die werden über einen separaten Tank im Shuttle selbst gespeist. Das sind die Abort-Modes. Ja, wie gesagt, der einzige, der eigentlich zum Einsatz kam, war mal Abort to Orbit. Nachdem er oben ist, wird der Tank abgetrennt. Space Shuttle ist jetzt im Weltraum, wird jetzt nochmal die Manövriertriebwerke zünden, wird vor den Tank gehen, auf dem Tank vorne ist eine Kamera, die Hitzekacheln werden kontrolliert. Wenn alles okay ist, kann die eigentliche Mission beginnen. Wenn ihr weitere Infos sucht, sind einige gute Möglichkeiten. Und ansonsten wäre jetzt Zeit für Q&A. Noch Zeit für eine Frage. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Die Zeit ist leider schon sehr fortgeschritten. Zeit für eine Frage hätten wir noch. Wenn jemand eine Frage hat. Gibt es aus dem Internet Fragen? Danke für den Vortrag. Was denkst du über alternative Möglichkeiten, in den Weltraum zu kommen? Jetzt ist noch Zukunftsmusik, aber so Stichwort Space Elevator und Skyhook. Skyhook halte ich für am ehesten denkbar. Ich weiß nicht, ob ich es erleben werde. Aber ist schon cool. Aber es sieht halt nicht so schön aus. Also so ein Abgasstrahl und eine Rakete, die hochgeht, hat was. Gut, dann nochmal vielen Dank. Man findet dich auch auf dem Kongress neben dem Open Infrastructure Orbit an der großen Wurst. Genau da drüben.